Geschafft. Nein, sie sind wieder rübergelaufen. Kommt ihr wohl zurück? Was ist falsch mit euch? Hast du es gerade geschlagen? Ja, eins habe ich. Aber warum rennt es denn da hinten hin? Feuerio zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Agrarian Skies 2 mit Miri und Baloui. Ich bin Miri. Ah, zu langsam. Nein, warum muss ich dieses Mal Baloui sein? Haha, kann nicht jeder immer Miri sein. So gemein. Ja, geht halt nicht immer, weißt du? Das ist Leben ist kein Ponyhof, kein Wunschkonzert. Ehrlich nicht. Rot haben wir schon. Das ist ja schon mal was. Was? Pink haben wir auch. Ich sortiere mal in der Kiste die Samen nach welchen wir schon haben. Nach Geschmack. Hier. So noch 5 Potzoll. Ach so, ja, okay. Wir haben schon eine ganze Menge, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine ganze Menge. Die Hälfte von allen Farben. Ne, ich glaube, es gibt. Und ist das, was wir haben, oben, was wir noch nicht haben? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7. Irgendwie so. Cool. Coole Sache. Dann grün. Ich töte jetzt mal einen Huhn für eine Feder, ne? Oh nein, sie droppen wirklich Federn. Ich muss sie nicht töten. Tatsächlich? Wahrhaftig. Ich wollte es ja nicht glauben. Wir sollten sie nochmal von den scheiß Schafen separieren. Immer wird man verprügelt, wenn man nur zu Hühnern. Ja, das will. Wollten. Wie wollten wir das machen? Ja, indem wir eine Lücke machen und sie dann eh das zu uns herlocken. Also. Soll ich einen Zaun bauen? Das macht mir ziemlich Sorgen. Ja, das könnten wir vielleicht mal machen. Ich gucke jetzt mal nach dem Agriculture Journal. Haben wir noch irgendwo Zäune? Hast du die Bäume gefällt, die draußen waren? Ja. Ja, dann haben wir ein neues Holz, ne? Ja, ich tue das Holz mal in deine Kiste. Da ist ja genug Holz drin. Ach, da ist ja auch noch jede Menge Spruce Leaves. Warum habe ich denn... Naja. Gut, hätte ich eher Potzoll gehabt. Egal. Mist. Agriculture Journal. Das brauche ich. 4 Seeds. Und das Buch mit Quirrell. Professor Quirrell. Ja, ja. Schwarz. Wo haben wir die Tinte getan? Nein. Du kannst ja neue machen, wir haben so viel. Da. Aber ich will nicht. Mach dir doch noch. Nein, ich brauche noch ein Buch. Ihr Schaf, ihr macht mir Angst. Das Buch ist einfach. Das war nicht nur ein bisschen. So. So. Und jetzt brauchen wir einen String noch. Baloui hat String gesagt. Und was brauchen wir noch dafür? 3 Blätter. Sag mir, dass du schon mal Sugarcane angepflanzt hast. Warum? Weil ich Papier brauche. Ja, klar. Hier. Und wir haben schon ganz viel in der Kiste. Ja, ich sehe es gerade. 25. Du kannst ja auch Neues ernten, wenn du brauchst. Jo, brauche ich aber gar nicht. Hat gereicht für ein 3 Blatt Papier, war jetzt irgendwie. Nicht weniger aufwendig, als ich gedacht habe. Scheiße. Jetzt was Buch machen, so, zack, Buch da, zack, 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 Book and Quirrell und so. Zack, yay. Guckt mich an, ich hab's endlich geschafft, wow. Was? Das blöde Agriculture. Nein, warum geht's denn jetzt nicht? Jetzt sag nicht. Was hast du falsch gemacht? Weiß ich noch nicht. Ich muss noch gucken. 1, 2, 3, 4. Buch. Ich kann doch hier ganz normale Seeds für nehmen oder gehen. Doch, geht. Yes! Yes! Wir haben das Agriculture Journal. Ich muss dir das auch noch erklären. Ne? Das ist wichtig für dich. Du kannst jetzt in deinen Seedalyzer rechts das Buch reinschmeißen. Wenn du jetzt mal eine hochwertige Seed analysierst, mach das mal. Ja, sowas habe ich leider nicht. Keine Seed mehr, die du... Ein 10-10er vielleicht? Ja, wär mal. Ganz cool. Ich hab einen. Schmeiß das mal in den Seedalyzer. Achso, das muss ich analysieren. Okay. Dann müssen wir... Neue züchten. Die Sonne geht unter. Guck. Oh nein, ja, sie geht unter. Oh, ja. So schön romantisch.
Ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, wir sollen jetzt endlich mal eine Mob-Farm bauen. Ja, da werde ich mich auch bald dran begeben. Ist nur gerade ein bisschen unwichtig und außerdem ist es so gefährlich, wenn die ganze Zeit Mobs wie euch töten werden. Kommst du? Ich lieg doch schon im Bett. Hab dich nicht gesehen. Oh, du nimmst mich nicht mehr wahr. Nee, so unwichtig. Hast du eine? Ach so, ich muss jetzt erst züchten. Oder wir nehmen, warte mal. Haben wir denn nicht noch irgendwas Unanalysiertes hier in dem... Ich will dir das nur mal erklären. Okay, komm mal her. Ich nehme einfach das Orange hier. Ja. Mir fehlt genau ein Zaun. So. Du hast ja jetzt hier diese Flower Seeds. Ich pack's jetzt in das Ding rein und schmeiß den Seedalizer, der analysiert das. Ja. Und dann ist es im Buch eingespeichert. Und wenn du jetzt das Buch rausnimmst, kannst du halt reingucken. Ein Seed discovered. Genau, dann steht da, aha, ja, okay. Das ist also das. Und hier, guck mal, kannst du mal selber reingucken. Sehr ausführliches Buch. Steht halt Zeug drin, welche Wachstumsstadien es gibt und so weiter davon. Und irgendwas steht da halt auch drin, mit was man das kreuzt, damit was Besseres rauskommt. Wenn man jetzt nicht not enough items hätte, wäre das wahrscheinlich unumgänglich. Und jetzt tue ich das wieder in den Seedalizer reinschmeißen. Rechts am Rand ist ja extra der Slot dafür. Und Miri, du darfst die Quest abgeben. Ich? Ja. So, warte. Sky Farm. Ja, und dann suchst du... Oh, wir kriegen 8 Potzoll dafür. Willst du die Potzoll oder die Tasche nehmen? Okay, du hast selber entschieden. Was? Da konntest du... Oder gab es beides? Es gab doch beides. Okay, gut. Ich mach die Tasche. Ja, mach. Oh, Mycelium. Was? Das ist da Fertilizer. Achso, oh nein. Oh, toll. Pilze. Ja. Ist ganz okay. Ganz okay. So beschwer toll. Dich nicht so. Ja, ich habe mich doch gar nicht beschwert. Ich hab gesagt, oh, toll. So toll. Ja, siehst du, du hast dich beschwert. Nein, nein. Doch, hast du. Wir können die Schafe jetzt rüberlocken. Ja, wirklich? Ich hab Angst davor. Ja, ich auch. Nun denn, Schafe, wie? Warte, ich bin ja noch gar nicht fertig. Achso. Ich glaube, ich habe nicht genug Zaun gehabt. Die locken wir ins rechte Gehege? Ja. Gut, dann machen wir das nämlich gleich einfach auf und dann... Ah, ich verstehe dein Prinzip, schon mal sehr nice. Lass mich bitte am Leben, da liegt ein Ei von einem Huhn. Und eine Feder. Ich hab sie. Gut. Sie sind ja auch gerade auf mich fixiert. Hoffen wir, die Schafe kommen hier nicht durch. Ich hoffe mal. Wie komme ich hier rein? Ich mache mir einfach hier ein Loch, ja? Ach so, ja klar. So. Schafe, seid ihr bereit? Adi hopp. Kommt. Lauf mal ans andere Ende vom Gehege. Oh, gute Idee. Hallo, hier bin ich. Ihr seid so dämlich, ne? Ah, jetzt. Jetzt. Oh, jetzt kommt. Mich, kann mit euch springen. Mich. Hüpf. Guck mal, kommt auf Weizen. Ah. Miet. Warum kommt ihr denn nicht? Hier, nimm meinen Weizen. Oh, das erste ist raus, ja. Komm her. Dankeschön. Hast du's? Ja. Miet. Oh, Mann. Kommt. Hallo. Was ist falsch mit euch dämlichen Viechern? Huch, was war das? Das hat geleckt. Kommt jetzt mal hier hin. Ich muss, glaube ich, den Durchgang da noch ein bisschen weiter aufmachen. Das schaffen die es nicht. Oh! Geschafft! Nein, sie sind wieder rübergelaufen. Kommt ihr wohl zurück? Was ist falsch mit euch? Hast du es gerade geschlagen? Ja, eins habe ich. Aber warum rennt es denn da hinten hin? Oh. Warte, her. Das andere muss nur noch ein Stück durch. Aber warum? Schlag sie doch nicht! Ich habe sie nicht geschlagen! Kein bisschen! Ich habe Angst, dass es durch den Zaun durchläuft. Jetzt lauf doch ans andere Ende wieder. Wenn du da stehst, bringt das ja keinem was. Doch, ich will den Zaun wegmachen, damit die Schafe sich da nicht mehr festmachen können an der Ecke. Ich glaube, ein Durchgang ist zu schwach. Mach das mal weg. Oder ich mach's weg. Oh. Geht doch weg. Huch. Undercover-Schaf.
Wenn das jetzt ausbricht, ne? Ich mach den Zaun hier ganz schnell zu. Oh, es ist wieder was raus. Wird das denn, wenn es fertig ist? Warum kommen die denn nicht einfach? Gibt's nicht, ne? Ich hüpf mit euch. Mäh, mäh, mäh. Ich bin auch ein Schaf. Mäh. Mäh, 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 mäh. Die sind so dämlich, ne? Was machen die Idioten denn? Ich muss sie jetzt mal eben schlagen. Geht nicht anders. Ha? Ich muss das jetzt mal eben wegschlagen. Och nein, und steht schon wieder da! Hast du es geschlagen? Ja, es hat nichts gebracht. Ja, das Schaf ist ja auch okay. Wir müssen einfach nur den... Jetzt ist dann doppelter Zugang. Ja, eben. Und jetzt... Miri, es ging nicht anders. Die hängen doch da irgendwo fest. Siehst du doch. Jetzt sind die aber auf dich fixiert. Geh mal da weg. Oder komm hier rüber. Ja, aber ich muss doch gleich zumachen, sobald sie drin sind. Ja, weil sie sind immer nur auf einen von uns beiden von fixiert. Ja, hattest du eine bessere Idee? Ja, ich hätte es einfach weggeschlagen von dem Durchgang. Du hättest ja nur das eine einzige Ding zumachen müssen. Jetzt musst du zwei zumachen. So, eins ist hier. Aber sie rennen immer zurück, als wenn sie dumm sind. Oder wollen die sich gegenseitig verprügeln? Ich habe das Gefühl, die sind auf sich selbst fixiert. Ja, gib mir mal was zu fressen, das ist heilt. Hatte nur eins. Es heilt sich nicht. Gut. Das ist so dämlich. Was machen wir denn jetzt? Du schlägst sie rüber und dann... Ja, aber dann sterben sie. Sie haben ja jetzt schon kaum Leben. 3,5 Herzen und 3. Wie hat es mich geschlagen von hier aus? Ach, das Babyhuhn. Warte. Guck. Hier sind sie jedenfalls getrennt von den Hühnern. Okay, und das eine Huhn dahin ist allein eingesperrt. Nein, das ist nicht. Doch. Ich möchte nur das Ei. Okay, kommt jetzt hier. Kommt doch mal hierher. Das kann doch nicht so schwer sein, ihr Blöden. Sie sind auf dich fixiert, volle Kanne. Nein, das sind Idioten, die ganze Zeit schon in dieser Ecke... Kommt! Ihr seid so dämliche Schafe, ehrlich, ohne Witz. Das ist hoffnungslos mit denen. Ey, weiß nicht. Was haben wir... Au! Das hat dich geschlagen. Ist das nervig mit diesen Viechern? Lass uns halt da. Pech. Dann bleibt halt da. Wir wollten euch ein eigenes Gehege geben, aber wenn ihr so dämlich seid... Ich hab Zeug für dich. Kann man dir ja nicht helfen. Oh, danke schön. So cool. Ach, das war Tiere, anstrengend. Ne? Ehrlich. Aber das hätte nichts geändert, wenn wir es anders gemacht hätten. Haben einfach da scheiß festgebackt. Warum gehen diese Hämmer nicht hier? Kann ich in den Miner vielleicht einen anderen Hammer noch reintun? Ich glaube, diese Hämmer hier sind... Ihr seid so behindert, ihr Schafe, ne? Ja, meh. Mäh. So fühle ich mich auch. Mäh. Mäh. Ich denke mal, dass die Ex-Nihido-Hämmer nicht mit den normalen Hämmern zusammen. Aber es gibt ja jetzt diesen Automatik-Hämmer, den ich bauen muss. Das da. Das ist das nächste Teil, was man braucht. Aber das braucht nur einen scheiß fucking Pisten und nicht irgendwie anderen Schrott. Das ist schnell gebaut hier. Ja. Eisen, Eisen, Eisen. Okay, ich brauche noch ganz viel Eisen. Ja, das kriege ich hin. Sicher? Du traust mir wohl gar nichts zu, hä? Merke ich schon. Meine eigene Freundin traut mir nichts zu. Ja. Ich bin so frustriert. Ja. Ja. Nein. Zwei Eisen, Eisen und einen Pisten. Cobblestone, 3 Bretter und ein Eisen. Ah, alles besteht aus Eisen hier in diesem Ding. Cobblestone, Bretter. Zack. Sind die schon gewachsen? Nein. Ach, Redstone wäre auch nicht schlecht, ne? Nicht? Da fehlen nämlich die Worte. Was bist du für eine Sorte? Oh, jetzt! Diese Schmelze ist so langsam! So eine doofe Schmelze. Ja, aber ehrlich. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ich warte die ganze Zeit, dass die Schafe mal ihr Gehege wechseln, aber... Sie, als wenn sie... Eins ist jetzt drüben, aber das andere nicht.
Also wenn sie aufeinander fixiert sind, du kannst sie ja noch schlagen. Solange sie nicht unter 0 HP kommen, ist ja alles gut. Eins ist jetzt im anderen Gehege. Yay. Und eins ist ganz alleine. Gut. Ja, das ist mir egal. Mach halt, was du willst, Schaf. Dumme Dinger. Ja, nicht nur ein bisschen. Ganz dumme Dinger. Ja. Hey, hast du alles aus dem Ofen rausgeholt? Alle Brote, die da drin waren? Nein. Ziemlich eigennützig, ne? Nein. Da waren nur zwei drin. Ja, und dann hättest du neue Kohle reinmachen sollen, da die Kohle nicht mehr funktioniert. Ja, ja, hat aber gerade was anderes zu tun. Das dauert 5 Sekunden. Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Und du musst gleich was machen. Ah, so schön. So, ihr Lieben, mit diesem Sonnenuntergang beenden wir die heutige Folge. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Unser Kuchen müsste jetzt gleich fertig sein. Und da würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Guckt bei Miri vorbei. Und tschüss. Tschüss.